Hallo an mein Fische-Kollektiv und herzlich willkommen zu eurem Wochenausblick. Ja, die Fische, meine Sorgenkinder. Mal schauen, wer hier in der kommenden Woche vielleicht ein bisschen besser dasteht. Oder hoffentlich steht die auch mal ein bisschen besser da, mal wieder. Es wäre wünschenswert. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal das Ast der Stäbe. Ne? Das kennen wir ja schon, das Problem. Raus aus der Stagnation, zwei der Stäbe, raus aus den Pläne schmieden, vielleicht sogar erstmal von dem einen oder anderen Plan Abstand gewinnen, generell raus aus diesem Stillstand, aus diesem Rückzug, die Initiative ergreifen, losschwimmen, die Flossen in Bewegung setzen, nicht zu sehr in Erinnerungen schwelgen, sondern auch den Ausgleich finden. Ruhe auf der einen Seite ist natürlich schön, aber ein bisschen Unordnung auf der anderen, ein bisschen lauter sein auf der anderen Seite ist auch nicht verkehrt. Weil dann kannst du nämlich hier wieder in dein eigenes Gefühl reinfinden. Wenn ein Mensch sehr, sehr lange in einer bestimmten Rückzugsposition ist, du gewöhnst dich an diese Ruhe, an diesen Frieden. Du bist natürlich auch in dem Moment komplett konform mit dir selbst. Aber wenn es dann wieder rausgeht in die Menschenmasse, in Anführungszeichen, raus aus der Isolation, dann kann das sehr, sehr überfordernd sein. Deswegen ist es wichtig, da auch immer einen gesunden Ausgleich zu haben. Rückzüge sind super, aber push dich gelegentlich auch mal nach draußen ins offene, große, laute Meer. Ja, vielleicht sogar ins stürmische Meer. Weil in dem Moment hast du natürlich auch wieder mehr Gespür für dich selbst, für deine eigenen Bedürfnisse. Und dann ist es wirklich auch ganz gut zu sagen, oh Gott, ja, ich war jetzt 3 Stunden draußen, jetzt bin ich auch froh, dass ich wieder daheim bin. Aber draußen lernst du eben halt auch andere Menschen kennen, nicht in der Isolation. Da natürlich auch, aber persönlicher Kontakt ist immer wichtiger als Online-Kontakt. Ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall kommt hier das Rad des Schicksals mit ins Spiel. Das heißt, hier kommt eine Aufgabe, eine glückliche Aufgabe auf dich zu. Und das kann hier durchaus mit Abschlüssen zu tun haben, denn es fällt zum einen der Tod, die Wiedergeburt. Ich habe hier die Aufgabe liegen, auch tatsächlich mit dem Gehängten, ja, die Prüfung, die Opfergabe, Lernaufgaben. Das Ganze möchte hier in Beschleunigung mit guten Nachrichten enden. Möchte auch dafür sorgen, dass du hier mit dem Pagen der Münzen dein Geschick nutzen kannst, ja, Dinge anpflanzen kannst und dementsprechend ins Wachstum bringen kannst. Und das kann durchaus hier mit der Liebe zu tun haben, denn die sind rausgefallen, die Liebenden. Ja, die lieben Liebenden. Und auch dafür gilt natürlich Initiative ergreifen und rausgehen. Mit der Sonne bekommst du hier Energie. Also beweg dich ruhig, mein kleiner Fisch. Es kann nur besser werden. Schöne neue Woche.